Hallo und willkommen zurück bei einer neuen Folge FIFA 21 Karriere. Was sehe ich da? Gladbach im Viertelfinale? Halbfinale? Dass ich das noch erleben darf. Gladbach gegen Leicester. UEFA Cup. Europapokal. Echt wäre es ein Träumchen. Aber davon kann man wirklich nur träumen. Und jetzt geht es gegen Uerdingen. Aber da stellen wir um. Wie gesagt, nichts gegen Friedrich. Guter Mann. Aber auch Mendler bekommt mal seine Chance von Anfang an. Reimt sich sogar. Warum ist der jetzt kein linkes Mittelfeld mehr? Achso, nein, das war hier. Ja, okay, ja. Jakob ist müde. Friedrich geht ebenfalls auf die Bank für Guras. Und Musiala kommt für Kuplianski. So fangen wir an. Und so soll es heute geschehen. Wir müssen gewinnen. Brauchen noch einen Sieg. Solange der Rest nicht patzt, können wir uns halt eben leider auch keine Ausrutscher erlauben. Besser gesagt, wir müssen darauf hoffen, dass die anderen nicht patzen. Und dann schauen wir mal, was jetzt bei rauskommt. Heute freuen wir uns auf ein tolles Spiel, ein echtes Highlight. Seit Tagen wird nur noch über diese Partie geredet. Gleich geht's los. Bleiben Sie dran. Liebe Fußballfreunde, ich möchte Sie sehr herzlich begrüßen zu dieser Partie. Am Mikrofon begrüßen Sie wie immer Wolf Fuß und der geschätzte Kollege Frank Buschmann. Und auf dem Programm steht heute ein Spiel aus der zweiten Bundesliga. Könnte spannend werden, Buschi. Wichtige Ligapartie für Ja, beide Uerdingen Seiten. ist aber, glaube Wolf, ich, nicht so beide gut. Die wollen waren, das heute habe ich gar nicht überzeugen, wollen geschaut. Bestleistung Die waren aber, abrufen. glaube ich, ziemlich Und weit dann gucken wir unten. mal, wer das auf dem Rasen besser umsetzen kann. So langsam wird es gefährlich. Dejan Jovelic. Und dann ist schon bald die Saison wieder rum. Dann müssen wir noch schauen, was wir auf dem Transfersmarkt Kommt eigentlich jetzt die machen, Flanke rein? wenn wir was machen. Milos Pantovic. Defensive ist gut organisiert, da kommen sie nur schwer durch. Wenn jetzt wieder ein Tor gemacht hätte, wäre ich Ball kaputt draußen, gibt gegangen. Ecke. So, Ecke kommt. Na, Wirklich schade. torgefährlich ist das am Ende nicht. Nee, den Ja, das kann Kopfball Van trifft er Bommelen einfach auf nicht jeden Fall richtig. Kommt besser. nicht hinter den Ball, viel zu Aber wie gesagt, in der ungefährlich. Transfersphase schauen wir auch mal. Wie gesagt, Mitrovic hätte ich noch gerne. Es gibt noch Zuletzt so gab viele es einen Spieler. Benzibaini, Auswärtssieg und so soll es heute natürlich der gleich ist weitergehen. absolut. Dieses 4 zu 1 Ich war meine, eine ihr wisst ja, dass ich überzeugende Gladbach-Fan Vorstellung bin, und also ich der es glaube, sie öfter werden schaut. heute Und wieder so agieren. ich muss sagen, das ist. Ist Entschlossen wirklich einer der geklärt. wenigen Gladbacher neben Stindl, die sich im Moment wirklich bei Also uns sehen wir hier das in Duell Anführungszeichen den Arsch des aufreißen. treffsichersten Teams gegen die Mannschaft mit den wenigsten Deshalb Toren. Ich hätte ist ja halt auch nichts viel von gegen dem. ein Ich finde aber, es ist spannendes ein richtig Spiel. Auf guter dem Papier Fußballer. scheint es aber eher eine klare Und von Angelegenheit daher zu will ich den werden. auf jeden Fall noch haben. Es gibt Neuigkeiten aus der Opel Arena. Da ist ein Tor gefallen. Rüber ins Es Studio. geht. Ja, wir haben hier das erste Tor für die Spielvereinigung Greuther Fürth. Ja. Neuer Spielstand damit 1 zu 0. Gespielt sind 13 Minuten. Danke für dieses kurze Wenn ich jetzt Update. noch wüsste, gegen wen Greuther Fürth nochmal spielen. Kolja Pusch. Es sieht zwar nicht so aus, aber du brauchst technisch starke Spieler, wenn du so ein passintensives Spiel aufsetzen willst, wie sie es gerade tun. Aber ich meine, es war gegen Mainz. Das wäre natürlich ein geiles Ding, wenn die patzen würden. Dirmic. Sie versuchen es mit dem hohen Zuspiel. Oh, schöner Flankenwechsel von Krimic. Ja, gut gemacht. Flanke kommt. Und da Bom. ist der Ball zum ersten Mal im Netz. Zum ersten Mal. Wer war's? Wieder Mendler. Hier kommt nochmal die Wiederholung dieses Tores. Zunächst spielen sie zurück und dann sehen Ja, wir, da wie können sie gut das nicht viel wirklich gemacht machen. ist. Vor allem, wie Ah ne, ruhig das Paulsen. gemacht Was macht ist. denn der so weit Aber ganz vorne? ehrlich, aus der Erste Distanz muddelt Saisontor der für Junge André auch mal. Paulsen. Sie sind Natürlich nicht jetzt also schlecht. in Führung. 1-0. Aber wo kommt der auf einmal her? Der ist Verteidiger. Paulsen, was machst du da vorne, hä? Und diesmal bitte. Schön dazwischen gegangen, Ich kann es gar nicht Ballverlust. aussprechen, dann fängt es schon an Ein Pass hier. mit viel Auge.
Jetzt vielleicht. Vielleicht der Ausgleich bei der Ecke. Super, Savic. Ich muss immer noch mal sagen, ich meine, Batz ist wirklich klasse. Man muss echt sagen, weiter diese Szene, immer noch Gefahr. Ist auch ein das super Torwart bei Saarbrücken. Klasse gemacht. So kommt der Schuss vor allen Dingen diese Saison ist der wirklich brutal stark. Den Ball hält er fest. Gute Aktion. Aber was Savic hier macht, ist noch besser. Ich weiß, dass man die Saarbrücker Fans nicht hören. Aber es ist halt eben FIFA und nicht das echte Fußball. Da ist die Chance. Es ist vielleicht nicht das schönste Tor, aber wir sehen ja, es geht auch so. Trimmitsch ja, macht es geht auch mit Vorlage vom Torwart. Bällen, einfach mal da schläft die Abwehr von Karl Früh. Und wenn es klappt, Wolf, dann sieht es auch noch gut aus. Nochmal das Tor in der Wiederholung. Sie zieht den Konter perfekt auf. Ja, da hat er die Situation blitzschnell erkannt und gleich mal die ganze Abwehr ausgehebelt. 18. Saisontor. Das war gedankenschnell. Gar nicht schlecht. Da konnten sie ihm nicht mehr folgen. Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Komm, Savic. Ball ist erstmal raus. Superman. Super Parade. Ah, ja, war gut gemeint, aber schlecht ausgeführt. Aber wie gesagt, wir führen 2-0. Kann man sich so Fehler noch erlauben. Zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch weil es beim 2-1 dann wieder kritisch ist. Flagge jetzt. Erstmal keine Gefahr mehr. Gut gelöst. Also hebt euch bitte die Fehler auf, wenn wir 3-0 führen. Oh, ich wollte eigentlich nach und vorne passen. Ballverlust. Oh, wie einfach. Stark gemacht. Und da ist es wieder. Da schauen wir uns das dämliche Gegentor. Jedes Mal. Der gute Pass. War aber schön, schön rausgespielt. Aber den wenigen nutzt er und macht das Kein Zombie. Oh, kein Zombie. Der Hamburger ist hier bei Uerdingen. 2-1. Hier ist noch alles drin. Das ist interessant. Der ist bei Hamburg gar nicht mal so schlecht. Ich weiß aber auch ehrlich gesagt jetzt spontan nicht, was für eine Position der spielt. Anscheinend Miloš der Sturm. Pantovic. Hab nur gesehen, dass er bei Hamburg ab und an auch mal ein paar Tore geschossen hat. Also nicht. Schöner Spielaufbau. Da läuft es ja auch nicht mehr so rund für Hamburg im Moment. Könnte jetzt was werden. Da passt er auf. Ah, Musiala. Ein Ticken größer. Jetzt der Ballverlust. War das knapp. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Dejan Jovetic. Gut abgeblockt. Nachspielzeit eine Minute. Hallo. Komm, Barilla. Da ist Platz. Das macht er gut. Geklärt hier, aber keine schlechte Gelegenheit. Weg. Jawohl. Die erste Hälfte war spannend. Es ging. Ja, Mainz hat den Ausgleich geschossen. Die könnten ruhig mal Bescheid sagen. Ich habe mich jetzt schon gefreut. So, jetzt schauen wir mal. Wir bringen mal her jetzt für Trimmitsch. Und Guras für Mendler. Mendler hatte seine Chance. Seine ersten 45 Minuten. Und Guras möchte vielleicht auch gerne mal ein bisschen. Ne? Der Anschluss ist erfolgt. Die zweite Hälfte läuft. Also stehen diese Saison auf dem Transferszettel Mitrovic und Benzibaini. Vielleicht noch ein neuer defensiver Mann für Bösel. Die bauen müssen wir schauen. Und natürlich, wer, je nachdem, wer alt ist, Rückstand muss, noch nicht muss man natürlich dann noch Freistoß, ausgetauscht und das werden. Ist auch die richtige Entscheidung. Wobei wir und da auch ein paar billige so Youngsters holen können, solange es nicht gerade irgendwelche großen Spieler von uns sind. Aber da geht, glaube ich, eh keiner von ganz großen. Kirchhoff. Also wenn man da bei uns von ganz groß spielt. Reden darf. Oh, faul. Abgepfiffen, es gibt den Freistoß. Sehr gut. Der Unparteiische spricht zunächst mit ihm. So muss es sein. Er geht auf die Spieler ein, sagt aber trotzdem ganz klar, was Sache ist. Und das ist wirklich fair. So weiß jeder Spieler ganz genau Bescheid.
und ist sich der Konsequenzen bewusst. Ein Tor in der Opel Arena, oh. Im Studio jetzt alle Infos dazu. Wir haben hier den zweiten Treffer für Mainz 05. Der neue Spielstand lautet damit also 2:1. Gespielt sind hier 51 Minuten. Vielen Dank für dieses Update. Mainz dreht das Spiel. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Schade, das wäre es jetzt eigentlich gewesen. Szene immer noch gefährlich. Wenn die verloren hätten. Hm. Ja, da war noch einer dran, gibt Ecke. Oder zumindest mal unentschieden. Jetzt der Eckball. Kolja Pusch. Komm, Tormann. Harmloser Abschluss. Einfach für den Torhüter. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Der Pass kommt an, da ist er heute extrem sicher. Da hat er nur noch den Torhüter vor sich. Gutes Tackling. Bärenstark von Vukotic. Super aufgepasst. Kann er was draus machen? Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Chance zum Konter jetzt. Komm, Barilla. Viel Platz jetzt auf außen. Da war die Chance für den Konter da, aber so wird das nichts. Der Ball ist wieder weg. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Ja, schade. Ich wollte gerade noch ansetzen zur Flanke. Das wird die Chance werden. Der Ball ist weg. Besser gesagt, ein hohen Steilpass und abseits. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Szene geht weiter. Tor. Das Tor sorgt ich hätte echt geschützt. Woran das abseits ist. Aber Herr freut sich. Herr darf sein erstes Zweitligaspiel machen und sein erstes Tor sogar. Das ist ein richtig gut gespielter Konter. Ja, da hat er die Situation blitzschnell erkannt. Theo, und gleich mal die ganze Abwehr ausgehebt. So, ich wollte aber auch wechseln, wenn ich ehrlich bin. Musiala ist schon platt, Barilla aber auch. Braucht mal Außenverteidiger. Absolut, Wolf. Das war gedankenschnell. Da konnten sie ihm nicht mehr folgen. Auf der Reserve. 3-1 heißt es also jetzt. Das ist immer blöd. Ich brauche 20 Auswechselspieler. Ich habe so viele Leute, die ich anspielen lassen will. Musiala braucht auf jeden Fall mehr Ausdauer. Die Gelegenheit. Da schießt er. Zack, und ist der war auch nochmal. 4-1. Da geht er flach rein ins Tor. Sehr gut gemacht. Da kommt dieses Tor nochmal. Zuerst der Ball. Schön von Herr vorgelegt. Und da zieht er aus der Mitteldistanz wuchtig ab. Da ist der Torhüter. Erstes Tor für Jamal Musiala. Das wird heute wohl nichts mehr für sie. Das Spiel ist fast vorbei. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Das Foul wird natürlich abgepfiffen. Das gibt eine Verwarnung. Gelb ist angemessen in dieser Szene, Wolf. Ja. Ist richtig. Dem Albutat. Aber mich ärgert, ist könnte immer was werden, wieder, dass Pass. Wir schon wieder ein Gegentor haben. Abwehr ist zur Stelle, Steilpass wird abgefangen. Der Regen nimmt hier immer weiter zu, Buschi. Und das macht es für ja, dabei sollte gar nicht auf Herr gehen, aber es ist extrem schnell, es ist schwierig die Pässe zu teilen. Die Fahne geht hoch, abgepfiffen. Da schade. Bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Es gibt einen Wechsel. Oh, King Zombie geht. Müssen wir schauen, wie Ball alt er ist. Nur aus reinem Interesse. Für mich ist er nichts, weil ich habe einfach zu viele mittlerweile. So viele Stürme, die ich eigentlich haben möchte und nicht haben gute kann. Gute Idee, versucht den Doppelpass. Jetzt vielleicht. Kein besonders guter schade. Abschluss. Ja, Musiala muss auch ein bisschen gepusht werden. Sie dominieren und führen kurz vor Spielende. Das Ding werden sie nach Hause bringen. Hat auch viel Potenzial.
Super Einsatz, da kann er ihn stoppen. Frühes Stören jetzt. Ball ist jetzt wieder weg. Ist hier immer noch am Ball. Da haben sie den Ball, gut gemacht. Da haben sie Platz, jetzt vielleicht der Konter. Ja, Ball nein, ist weg. Bei Uerdingen ist die Luft raus. Bei uns auch. Der Ball ist weg, gibt's jetzt einen Gegenangriff. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Da geht er runter und kann den Ball abwehren. Ecke in die Mitte. Jawohl. Schlusspfiff. Nun steht es fest. 4-1. Einwandfrei. Theo Herr, Spieler des Spiels, Mainz dreht. Ah, oh, das ist so ärgerlich. Aber mal schauen, was der Rest so macht. Danke, dass Sie direkt nach dem Spielende für ein paar Fragen zu uns rübergekommen sind. Ah, am Schluss sind sie auseinandergebrochen. Am Anfang waren sie gar nicht so schlecht. Wobei sie echt nicht so danke für waren. Das Gespräch. Aber wie gesagt, wir hatten auch schon schlechtere Gegner. So, Mendler ist glücklich. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal. Wir sind aktuell Dritter. Auf 4 Spiele. Das hier wird zu spannend. Köln hat gegen Darmstadt 1-0 gewonnen. Und Bielefeld gegen Aue. Mainz kennen wir ja. So, beim nächste Woche, beziehungsweise an dem jetzigen Spieltag, Köln gegen Unterhaching. Das müssten sie normal gewinnen. Mainz gegen Darmstadt ist so eine Sache. Vierter gegen Fünfter, aber da sind halt eben schon 12 Punkte Unterschied. Wäre jetzt ein geiles Rennen, wenn Darmstadt nicht so viel gepatzt hätte. Und Bielefeld gegen Hannover. Das hier wird echt noch knapp. Ein enges Ding. Bin echt mal gespannt, wer es letztendlich für sich entscheiden kann, das Aufstiegsrennen. Und wer da auf der Strecke bleibt, da bin ich echt mal wirklich drauf gespannt. Wir haben Post. Haben wir den auch auf der Leihliste setzen? Verhandeln. Ich hasse das, dass die immer dieses scheiß Leihangebot mit Kauf machen. Ich möchte die eigentlich nur verleihen. Ich hole mir auch keine Jungen dann mehr. Wenn das ja anscheinend nicht mehr... Ja, dann tschüss. Gute Theo her. Oh, DFB-Pokal. Jetzt spielen wir auf jeden Fall gegen Heidenheim. So, 2 haben schon gespielt. Ich wollte nur schauen, wo der DFB, was mit dem DFB-Pokal ist. Ne. Ne, kein DFB-Pokal. Enttäuschen. Sobald ich schaue, wird natürlich wieder weggeswitcht. Mainz hat unentschieden gespielt. Nein, Mainz hat gewonnen. Ah ja, Bielefeld hat noch nicht gespielt. Köln hat 3-0 gespielt. Wir dürfen echt nicht mehr verlieren.
Wann spielen wir jetzt gegen Mainz? Das wird ein Spiel, ich sag's euch. Das wird das Spiel der Spiele. Und wie ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Woche wieder. Danke fürs Zuschauen und bis dann. Ciao, ciao.